Hallo und herzlich willkommen bei Wing Chun Progressions. Das ist dein Weg zum Selbstverteidigungs- und Kampfkunstexperten. In diesem Video lernst du, wie du niemals gegriffen wirst oder dich sofort befreist, wenn du gegriffen wirst. Das ist unglaublich wichtig für die Selbstverteidigung, weil du einfach immer deine Agilität behalten möchtest und du möchtest niemals in irgendeine dunkle Ecke gezogen werden und so weiter und so fort. Der Trick dabei ist jetzt, dass wir nicht für 10 unterschiedliche Griffe 10 komplett unterschiedliche Techniken lernen, sondern eine Vorgehensweise oder die Logik dahinter verstehen. Wenn Alex jetzt mein Handgelenk zum Beispiel so greift, ist ganz egal, wie er greift. Der schwächste Punkt von seinem Griff ist hier. Ja, da, wo die Finger und Daumen möglicherweise zusammenkommen. Und in diese Richtung wirst du immer die Befreiung machen. Und der Trick dabei ist, also du baust einen Druck in diese Richtung auf und gleichzeitig greifst du mit dem Ellbogen sein Handgelenk an. Das heißt, das hier. Nochmal. Pop, das hier. Das kann er einfach nicht halten. Ja, wenn er hier greift, das hier. Als ob du jetzt quasi einmal durch die Haare. Das kann er fast nicht greifen. Tack. Hier. Pum. Ja, das jetzt durch die Haare geht oder hier zur Seite weg, das ist ganz egal. Greift er mit der anderen Hand, diagonal, pupp, einfach das, einfach das. Wenn er mit beiden Händen greift und jetzt viel stärker, jetzt geht's vielleicht nicht, dann greifst du einfach in die Hand und kannst hier mit rausziehen. Richtig festhalten, zack, das hier. Und das Zweite, was du machst, um deine Technik einfach noch weiter zu verbessern, ist, du bringst die andere Hand mit dazu. Das heißt, greif mal, das hier ist die gleiche Bewegung und hier nimmst du aber noch diese Hand mit dazu. Das, ja, das, pum. Für die Wing Chun Leute unter euch, Innenparksau, das, Lanzau-Position, Innenparksau zu Lanzau und hier hoch. Und jetzt kannst du natürlich immer noch überlegen, dass du hier direkt einen Angriff setzt. Er möchte greifen, pum, das. Ja, das kannst du immer mittrainieren. Wir machen es erst nochmal mitgreifen lassen, pup, dang und agieren. Er greift, pack mich nicht an und dann kannst du hier immer noch deine Aktion rausschießen. Das zweite Level ist, lass dich gar nicht erst greifen. Okay, das heißt, er möchte greifen, deine Hände gehen vor und wie ein Reflex machst du genau die gleiche Bewegung. Irgendwie greifen, genau die gleiche Bewegung. Irgendwie greifen, boom. Du baust immer eine Kontrolle auf, zack, bringst den Ellbogen nach vorne, streifst du einmal durch die Haare, machst dir die Haare schön und kannst dann zum Beispiel im Handballenstoß, Faust, was auch immer die Situation eben hergibt und auch je nachdem wie aggressiv er auftritt, dann weiter reagieren. Greifst du mit beiden Händen, das hier, ja, hast du trotzdem genau die gleiche Möglichkeit. Ja, ob du jetzt hier hingehst oder hier hingehst, ja, das, die Kontrolle, tack und schon bist du drin. Ganz, ganz einfach. Und das Ganze soll natürlich auch funktionieren für Frauen oder wenn du schwächer bist oder dir einfach jemand deutlich stärkeres dich angreift. Und deswegen bitte ich einmal die Nora dazu und Alex greift die Nora an. Okay, Teil 2 heißt, die Situation ist einfach viel kritischer. Das heißt, du möchtest ihm auch nicht die Gelegenheit geben, dich noch ein zweites Mal irgendwie zu greifen oder zu packen. Das heißt, du gehst jetzt mehr in die Offensive. Auch hier, das allererste ist das Prinzip, nächste freie Waffe, nächstes freie Ziel. Das heißt, Alex, wenn du gerade nochmal kommst, wenn er jetzt irgendwie die Hände greift, die nächste freie Waffe ist hier unten. Das sind deine Füße, die kannst du wunderbar einsetzen, okay? Oder wenn du greifst, mit der Befreiung, anstatt dass du jetzt hier rausgehst, bewegst du dich hier rein, boom, das, steigst hier ein, hast dann hier, was auch immer du an Folgetechniken trainieren möchtest. Wir machen mal das Allereinfachste, das ist alles bei uns Programm 1 und Programm 2. Ja? Zum Beispiel, du greifst nochmal so, du gehst wieder hier durch und anstatt zurück, gehst du hier, guck mal, mit dem Ellbogen nach vorne rein, öffnest auf und wie so eine Hammerfaust kassiert zum Kinn oder mit der Handkante zum Hals und das sind richtig K.O.-Punkte, okay? Er greift. Boom, hier rein, hier rein. Wenn du die anderen Videos von uns schon gesehen hast, dann kennst du diesen Nackenschlag hier rein. Wir trainieren es häufig an die Schulter, weil hier ist richtig übel. Ja, das Ding, boom, in die Schulter rein und das Knie hochreißen. Und damit ist es typischerweise beendet. Irgendein anderer Angriff, jetzt greift er hier. Ja, das ist natürlich im Grunde geschenkt. Ja. Du hast viele freie Waffen. Er hat seine beiden wichtigsten Waffen oder die zwei der wichtigsten Waffen gebunden an dem einen Arm. Das heißt, du kannst richtig mit den freien Waffen natürlich hier Gas geben und ja, deutlich machen, pack mich nicht an oder packen Sie mich nicht an, sodass klar ist, du kennst den Mann gar nicht für Zeugen und machst es eben auch verbal deutlich, sorgst für Aufmerksamkeit und das ist deine Verteidigungstaktik. Du kannst also die Hand nutzen, die gegriffen wurde oder wenn beide Hände irgendwie so kontrolliert werden, einfach die freien Waffen, bam, das hier. Du hast hier Möglichkeiten, also brauchst gar nicht irgendwelche fancy Techniken anzuwenden, die jetzt hochgradig komplex sind, sondern wirklich die einfachen Sachen an der Stelle,
sind ideal und funktionieren fantastisch. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der Nora. Also Handgelenke greifen, das ist das Hauptthema. Trainiert auch mal. Guck mal, wenn ich jetzt die Nora greife, dass ich sie packe und ziehe. Ja? Und du lässt dich ziehen und schlägst direkt mit deiner Hand. Boom, sodass ich im Grunde die Nora ihr noch Kraft gebe. Ja? Die Kraft, die ich ihr gebe, sie nutzt sie einfach mit. Boom, jawohl. Wenn du das trainierst, dann trainier auch mal wirklich freie Angriffe. Ich greife den Alex jetzt einfach mal irgendwie an. Und die erste Aufgabe für den Alex ist, einfach nur sich nicht greifen zu lassen. Einfach nur das. Ich möchte irgendwie angreifen, er lässt aber nicht zu. Er lässt es einfach nicht zu. Ich sag hier, was ist los? Ich kann auch mal hier am Revier greifen wollen. Er lässt es einfach nicht zu. Jetzt genau das Gleiche. Und Alex folgt mit Kettentechniken. Sofort, okay? Nice. Okay, in diesem Video hast du gelernt, wie du mit Greifangriffen umgehst. Befrei dich sofort, lass es gar nicht erst zu, reagiere. Wie du das machst, hast du in diesem Video gelernt. Vor allem ist mir wichtig, drill das Ganze. Es reicht nicht, das mal zu machen. Es reicht nicht, das 10-mal zu machen. Du musst es 100-mal machen. Trainier es vor allem gegen freie Angriffe. Wenn du Situationen hattest, wo dir das passiert ist, dass sich irgendjemand gepackt hat, wohin gezogen hat oder dich nicht weglassen wollte, schreib es uns einfach mal. Uns würde es einfach mal interessieren, wie bist du damit umgegangen. Wir hoffen, du hast was gelernt. Bist du im Raum Rüsselsheim, hast Lust, schau gerne mal auf ein Probetraining vorbei. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dein Sifu Gregor.